Gut. Dann kannst du mir den Rest hier erstmal zerlegen. Habe ich lustiges Handwerksmaterial. Und den Dolch vom Anfang. Mir fliegt mich jetzt hier irgendwas anderes. So, was habe ich jetzt neu hier bei S? Also, ich kann entweder, wenn ein Gegner innerhalb von 20 Metern stirbt, besteht eine Chance von 15%, dass ein Zombiehund automatisch erscheint. Oder Dschungelstärke reduziert sämtlichen Schaden, der von euch und euren Diener erlitten wird, um 15%. Ja, natürlich nehme ich Dschungelstärke. Was haben wir hier? Entsetzen will ich nicht. Zombiehunde will ich. Bleibt so. Dann haben wir hier Leichenspinnen, Sprungspinnen. Werft ein Gefäß mit Sprungspinnen, die bis zu 25 Meter weit springen können, im Gegenteil bla bla. Als Giftschaden verursachen. Wie viel machen die jetzt hier? Insgesamt 576, 600, ja, hier in dem. Was ist hiermit? Ja, das habe ich ja gesagt, brauche ich nicht. Also hier Sprungspinnen, annehmen. Und das war's auch erstmal. Wie viel Schaden mache ich jetzt gerade? 22. Das ist schon mal ganz okay. So, ich muss jetzt nur noch. Ach, ich muss nicht mal den Schlächter töten. Der verfluchte Balk. Okay. Ich bin überzeugt, Ah. dass eine übelwollende. Ruhe. Scheinbar bringt's die Sprungspinnen. Haltet Abstand. Ah! Das ist kein Abstand. Wow. Bleibt, wo ihr seid, ihr Knechte. Ja, ihr kriegt ganz viele Vasen, ihr braucht nur noch Blümchen. Handschuhe. Zeigt mir die. Ja, gut, ich hab den gelb. Kack drauf. Jetzt bin ich verwöhnt. Da! Zieh nur noch gelbe Sachen an. Ah, mich juckt's. Und hoffentlich bald legendäre. Das ist doch mal eine interessante Kombination hier. Achso, ich muss nur eine Truhe läutern. Eine Verfluchung. Ja gut, nur. Falls ich denn da ankomme. Lebendig. Ihr braucht da gar nicht so zu lachen da in der Ecke. Da wird nicht gelacht. Ah. Gott, hast du mich erschrocken. Geh weg. So. Euer Untergang ist besiegt. Euer Untergang ist besiegt. Ich brauche mehr Zeit. Ich trage ein Kleid. Komm, heb das auf. Über den Riesengrill, da muss ich nicht latschen. Glück, Gott sei Dank. Ah! Nein, na, nein, habe ich gesagt. Nein. Patsch. Neue gelbe Handschuhe. Zeig mir die. Warum ist die Erholung weniger? Hey. Mehr Intelligenz, mehr Vita. Ach so, wegen Leben pro Treffer. Ja gut, komm hier. Nimm. Und den Templer kann ich noch. Was haben wir hier? Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden, werden 3 Sekunden lang 80% verlangsamt oder regeneriert pro Sekunde 14 Leben für euch und den Templer.
14 Leben? Ja gut, hier, was soll's. Regenerier mal Leben. Mach mal. Oh Gott. Wie soll ich das denn schaffen, ihr Knallköpfe? Ah. Hey, geht weg. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Was du brauchst, sind effektivere Attacken. Ah. Nicht einkesseln lassen. Nein. Das schaffe ich ja nie. Obwohl, so vielleicht. Ah, die Taktik hätte ich früher anwenden müssen. Hallo, Jungs. Au. Hier sind ja noch mehr. Ja, verteilt euch doch möglichst weit auf der ganzen Map, damit ich ja nicht alle wiederfinde. Bam. So, zeig mal her. Toll, nur blauer Scheiß. Was soll ich denn damit? Mal ernsthaft. Gut. Was sag ich um mein erstes Kopfgeld zusammen? Wollen wir doch mal schauen, was wir da Schönes rauskriegen. Ja, ja, laber nicht, gib mir die Dinger. Plan, endloser Krieg. Ja gut, ich meine, dann kann ich ja schon mal irgendwas bauen. Was haben wir denn hier? Lehrt den Schmied, wie er das legendäre Set Borns Trotz anfertigt. Na, wo haben wir es denn? Ach so, es ist rot. Was kann das denn? Bei zwei Teilen 2% Leben und getötete Gegner erwehren 20 Erfahrungen. Dafür muss ich Stufe 21 sein. Uiuiui. Schnellzuckgürtel. Machen wir den. Da. Dafür muss ich 26 sein. Angriffsgeschwindigkeit. Aha, aha. Und das ist ein... Der endlose Krieg. Mächtige Zweihandwaffe. Nein, 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 nein. Na, das ist er doch. Oh. Ach so, da gibt's auch eine Waffe zu? Okay, also Stufe 21 muss ich irgendwie sein. Na, ihr seid ja lustig. Ihr seid ganz schön lustig, seid ihr. Na gut, dann wollen wir doch schon mal hier den ersten Krams in die Kiste räumen. Sicher ist sicher. So, wie viel Gold habe ich? 55.000. Guck ich doch mal. Halt den Rand. Ich könnte hier zum Beispiel hier so eine Zweihandwaffe kaufen. Gürtel bringt mir nichts. Nein, nein, nein. Oder? Nein, 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 nein. Okay, also bei dem könnte ich schon mal eine Waffe kaufen. Ist die auch immer noch da? Ja. Dann schaue ich doch mal. Ich hatte doch hier so viele Händler. Was haben wir denn hier? Aha, mentaler Speer. 27, 24. Eigentlich möchte ich gerne eine Einhandwaffe haben, damit ich einen Mojo dazu nehmen kann.
Kriege ich irgendwo eine Einhandwaffe her oder kann ich die beim Schmied bauen lassen? Das wäre doch mal was. Ich verkaufe dir gerne was, aber du musst Nein. versprechen, niemandem zu sagen, wo du diese Sachen her hast. Ja. Ja, Alter, verspreche ich dir, Alter. Also was hat der hier für ein Mojo? Regeneriert Leben, ein, zwei Schaden, Flächenschaden und sowas. Ich glaube, da war das andere Mojo besser. Das ich hier gesehen habe. Zeig mal, was hast du hier? Ja, das ist besser. Jetzt brauche ich nur noch eine Einhandwaffe. Kann ich die beim Schmied bauen lassen? Hallo, lieber Schmied. Zeig mir deine Waffen. Also, die gucken wir doch mal bei Dolch. Na, der bringt mir herzlich wenig. Da gibt es nur ein Zweihandschwert. Kacke. Kacke! Ja gut, dann, warte mal, der macht 9,4% Schaden plus. Was macht der hier? Hier war da irgendwie so eine 27,3% Schaden oder 24. Ja gut, komm, was soll's. Nehmen wir den. Den Waffe. Dann mache ich nämlich mal 32 Schaden. Das ist doch schon mal was. Das Ding kann ich noch zerlegen. Weil es nicht gekauft war. Okay.